Moin Moin, liebe Freunde, willkommen zum 9. Video, 10. Video, I don't know, 11. Video, ich weiß es nicht. Aber wir haben hier Horizon Festival, wir können hier wieder was kaufen und ich würde sagen, wir machen die Hauptbühne fertig jetzt endlich, ey, come on. Der Goliath. Ja. Ich habe ein bisschen gesuchtet und deswegen habe ich jetzt hier Freischaltung bekommen. Also auch zum Goliath. Und Barrieren. Ups. Jede Menge Barrieren. Höhen mit Polizei und was. Ich weiß gar nicht, ob die Folge schon draußen ist. Ich höre, wir haben grünes Licht für den Goliath. Wenn ich das hab. Ich hoffe, du bist bereit. Also wenn ich das hier hochlade. Weil ich wollte mal wieder ein bisschen Story jetzt hochladen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Tuning von dem bei dir ist. Dann werdet ihr zwar schon ein bisschen gespoilert, aber scheiß drauf. Bei nächster Gelegenheit. Der ist schon recht schnell und recht geil. Also wenn du gegen so ein Polizeiauto fährst. Wenn dich die Polizist festnehmen will, holy shit, Digga, ich glaube, dann bist du ja ganz schnell weg vom Fenster. Da auch noch mit der Microsoft Teamsuppe. Alter, das macht es natürlich noch schlimmer. So. Let's go. Hoffentlich ist die Karre gut genug dafür. Ich bin Goliath noch kein einziges Mal gefahren und hoffe jetzt einfach, dass die gut ist. Die sind alle empfohlen. Nee. Da war ich doch mit dem hier. Der liegt ultra gut auf der Straße, das sage ich euch jetzt schon. Und das Rennen dauert irgendwie 11 Minuten. Wenn man. Na gut, wenn man schlecht fährt. Wenn man sehr gut fährt, dann braucht man unter 10 Minuten. Also, let's go. Der lenkt auch hinten mit ein. Keine Ahnung, ob du diese Info willst, aber der Mexiko-Goliath ist der Distanz nach offiziell das größte Rennen in der Geschichte von Horizon. viel Glück. Danke dafür, lol. Jo, ihn hat's komplett rausgezimmert. Nur wegen einer Pfütze. Genauso wie mich vorhin. Okidoki. Kann man halt komplett durchbrettern. Jo. Warum habe ich keine Ideallinie mehr? Doch, habe ich. Ja, gut. Nochmal neu. Ja gut, ey. Digga, holy shit, sind die gut. Ich glaube, ich stelle mal die Schwierigkeit runter. Irgendwie sind die ultra gut. Auf überdurchschnittlich. Mhm. So gut bin ich nämlich. Krass, ne? Da vor mir ist ein Pagani Zonda oder wie der heißt. Ich hab irgendwie das Fahren verlernt. Holy shit, Digga, da darf man nicht rein. Da wird man direkt am Anfang aussortiert. Die Dummen, die reinfahren. Oh mein Gott. Gut, nochmal neu. Nochmal neu. Ja gut, ich schaff's nicht mal, den Goliath zu gewinnen. Ey, meine Fresse. Ich muss mich vielleicht mal konzentrieren. Jo, ja. Und wir sind aber auch die Ideallinien komplett komisch jetzt hier. Ey, was war denn da los? Da hat sich jemand komplett gedreht anscheinend. Ich glaube, was war mit dem los? Ich glaube, der war mal irgendwie ganz weit vorne. Oder vielleicht nicht ganz weit vorne. Oh, die schütt die Arme.
wie hier auch die paar Millionen Euro Sportwagen aber so gefahren werden, als wenn es so ein paar tausend Euro Breakfast Cars. Digga, ich kapier's nicht. Was ist das? Warum? Entweder ich bin immens scheiße oder die sind einfach nur gut. Ja, wollt mich doch verarschen. Ich kann ja mal Goliath ohne euch abschließen. Ja. Ja. Kontrollpunkt verpasst. Nee. Ich habe keinen Bock mehr auf Goliath. Jetzt schon nicht mehr. Wo wir erst eine Minute drin sind. Ich hoffe, da vorne dreht sich einer und der nimmt alle mit. Auf ich ruhig. Und hier irgendwie gewinnen kann noch. Und auf. Ich habe halt auch nicht die schnellste Karre. Ich glaube, der hat irgendwie Top Speed irgendwas mit 400. Das ist halt nicht der schnellste. Ja, genau! Digga, das ist so ein Müll. So ein Schrott-Game. So ein Kack-Game. Ja, genau. Was ist denn? Was ist das für eine Karre? Was ist das? Das ist halt so unfair. Schau dir den an, der hat ein SUV und fährt Fullspeed da durch. Der hat einen fucking SUV. Ja. Warum fährt ein SUV mit 400 gefühlt um eine Kurve? Um eine Kurve mit 400. So, tschüss. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Meine Fresse und dann. Ja, nee. Das macht halt einfach null Spaß. Wenn so ein SUV mit 400 um eine Kurve fahren kann, in der ich mit 170 lang fahren kann. Es macht halt. Ich dachte, das wäre einigermaßen realistisch hier, das Game, aber anscheinend nein. Ja, guck mal, selbst im Tourist holt er mich auf, ey. Ey, wollt mich doch verarschen. Ich bin schlechter als die KI. Es liegt nicht am Wagen. Nee, überhaupt nicht. Es liegt ganz und allein an mir. Ja, wahrscheinlich. Ja, was ist das? Ja, ich sehe schon wieder ein Auto. Kann es sein, dass die Schwierigkeiten kaputt sind? Guck dir das doch mal an. Ich dachte, das wäre die beste Karre im Spiel. Ja, und da kann ich mit Fullspeed durchfahren. Und da, wo keine Ideallinie ist, nee. Digga, was? Ich sehe nur so wieder den SUV im Rückspiegel. Hallo? Was ist das? Das ist halt einfach nur unfair as fuck, wenn die mit den ganzen SUVs da ankommen. Die irgendwie mit 500 um die Kurve gefühlt fahren können. Ja! Ja, genau! Ich weiß, die Kurve habe ich jetzt irgendwie verkackt, aber schaut euch mal an, wie schnell die wieder ankommt. Also ich sag euch, wenn ihr Rennen fahrt, fahrt nicht mit dem Sesto Elemento, mit dem habt ihr nur diese scheiß SUV-Gegner. BMW. Keine Ahnung, was es ist. Schau euch das so mal an, was das für ein Müll ist. Fahrt ja auch immer mit einem SUV 300 um die Kurve? Ja, na klar. Wer macht das nicht, ne? Mit einem paar Tonnen SUV, ey, meine Fresse. Ja. Ja.
Warum hat der so eine gute Kurvenlage? Kein SUV der Welt hat so eine gute Kurvenlage. Guck mal, wenn man ihn einmal anzutscht, dann ist er direkt beleidigt und haut ab. Ja. Digga. Das ist halt einfach nur so dumm. Warum ist ein SUV schneller als ein Lamborghini Sesto Elemento komplett aufgetunt? So. Schaut euch doch mal die Karre an, was ich hier für eine Karre fahre und was die für eine Karre fahren. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. So ein BMW ist kein Hypercar. Ja moin, ich schaff's ihn auf die 400 km/h. Meine Fresse, Digga. Ja, und da muss man rechts abbiegen. Woher soll ich das wissen? Jo, genau, da kann ich mit Frisbee durchfahren. Aber hier, nee, ist perfekt. Das haben mir ja die Ideallinien perfekt angezeigt. Ja, guck mal, da kann ich wieder mit Fullspeed durchfahren. Digga, das macht halt überhaupt keinen Sinn. An den Ideallinien müssen sie so hart arbeiten. Schaut euch das doch mal an. Gut, hier muss ich bremsen. Aber guck mal, man weiß halt nicht, wo man bremsen muss, wenn die Ideallinien nicht stimmen. Moin, super, das rendert er super da oben. Das ist halt wirklich einfach nur ein Witz. Ein Witz ist das. Wenn ich das halt auf leicht, ist mir jetzt aber auch scheißegal. Denn. Irgendwie bewegt er seine Hände bei dem Lenkrad irgendwie komplett komisch. Ja, genau, und da aus der Kurve fliege ich fast raus. Obwohl da keine Ideallinie ist. Hm? Natürlich noch alles kontrollierbar, ne? Hier ist keine Ideallinie, ich flieg raus, ey. Ich glaube, man braucht die Ideallinie nicht verstehen. Jups. Zum Glück sehe ich die jetzt immer mehr auf der Map. Warum sehe ich hier nicht, wie viel Prozent?
Nur weil es ein Rundkurs ist, ey, kann man eh nicht mehrere Runden auswählen aus einem Design Lab. Ja, genau, und den verpasse ich. Es waren ein paar Millimeter, ey. Ich rede jetzt auch gar nicht mehr, Digga. Die Ideallinie hat davor aufgehört. Viel weiter davor hat es aufgehört. Ja gut, vielleicht hätte ich hier bremsen sollen. Aber woher soll ich nur wissen, was eine Ideallinie mir sagt? Mir sagen will. Kann ja auch sein, dass das rote Eis, dass wir einfach durchbrettern sollen. In den Kurven davor. Ja, da kommen sie schon wieder an. Nur weil ich eine Kurve mal ein bisschen verkackt habe. Ja, Digga, genau. Ja. So. 380. Yo, wie die aufholen. SUVs holen immer auf, wenn man. Na gut, sie holen nicht auf. Ach. Habe ich verpasst. Guck, und da kann ich wieder durchbrettern. Hier auch, obwohl da Ideallinie war. Hier kann ich auch durchbrettern, wenn ich es treffen würde. Nur 400 für Dingens, für neues Freischaltungs, für neue Freischaltung übrig, für, ja, für eine Freischaltung. Jetzt mal kurz sprechen verlernt. So. Ich finde die Karre ja echt gut, deswegen sage ich ja nichts, aber das SUVs 400 km/h fahren können, ist schon ein bisschen komisch, ne? Fahrt ihr mit eurem BMW, Digga, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Fahrt ihr mit eurem BMW auch mal 400 km/h? Wahrscheinlich können die sogar 500 fahren. Bergab.
Was soll an dieser Strecke bitte schon Tourist sein, ey? Also wenn ihr ein Neueinsteiger bist, ich glaube, dann fährst du nicht so wie ich. Ich glaube, dann fährst du viel vorsichtiger. Endlich sind wir da. Komplett in den Wand reingeballert, Digga. Ja, guck mal, da kommen unsere Lieblingsfreunde. Die BMW X5 MFE. Muss es aber. Ja, neues Kapitel haben wir im Freischalter sogar. $165.000 nämlich easy. Mit. Ja. Und mit diesem Rennen könnt ihr dann auch schön erstmal AFK-Farming betreiben. Ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich war gestern bei einem Beschleunigungsrennen und sprach mit ein paar Mechanikos über die neuesten Gerüchte. Das hier wird dir gefallen. Ich muss auch ein bisschen was ausprobieren, deswegen würde ich sagen, machen wir nächstes Mal weiter, ey, Digga. Weil irgendwie habe ich hier komplett reingeschissen, keine Ahnung warum, aber. Ja, keine Ahnung.